Sohoho, und dann geht's auch schon weiter. Ich weiß nicht, was das Ding gerade hatte hier, aber ich will mich jetzt mal als Kräuterpflückerin betätigen. Als kleines Lieschen, das hier rumgeht und die Pflänzchen aberntet. Natürlich, ganz ohne Hintergedanken. Und es ist auch gar nicht seltsam. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Es ist auch gar nicht seltsam, dass hier so viele Heilpflanzen um das Rebellennest herumstehen. Meine Güte, was ist denn hier los? Fängst du dich dann mal wieder? Ist das nervig oder was? Es ist auch gar nicht auffällig, dass hier so viele Heilpflanzen um das Rebellennest herumstehen, nicht wahr? Und das ist natürlich ganz ohne Grund so, das hat man einfach so modelliert, man hat einfach so ganz viele Heilpflanzen hier hingesetzt, weil man sich so dachte, ach, hier kann ja mal ein großer Heilpflanzenbaum gewesen sein. Haben wir es jetzt wieder? Ja, sehr schön. Da kann ja mal ein großer Heilpflanzenbaum gewesen sein, der jetzt einfach, ich bin gerade ein bisschen stinkig, was das hier angeht, das Gehacke. Hallo? Ich hab nichts mehr im Hintergrund laufen, du kannst überhaupt nicht hacken. Was hast du denn für ein Problem? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ja, ja, natürlich habe ich damit recht. Ich habe nichts mehr laufen. Und ich habe eigentlich eine akzeptable Zahl an Frames dastehen. Was hast du denn, Mensch? So. Ich habe das Gefühl, das liegt irgendwie an der einen Ecke dort, dass das dort immer so ein bisschen absackt, die Frames. So, hast du es denn jetzt? Immer noch nicht. So werde ich mich aber nicht vorwagen. Natürlich auch ganz ohne Grund. Aber ich hoffe, dass das jetzt gleich sich wieder fängt. Moment, ich muss doch nochmal pausieren. Das hat so keinen Sinn. Also wir sehen uns wieder, während wir da in in tierischster Langsamkeit das Wildschwein auf uns zustürmen sehen. Oh, jetzt geht's wieder. Ich bin begeistert. Ich speichere trotzdem. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen verarscht, muss ich sagen. So, Wildschwein, stirb! Stirb, stirb, stirb! Leute, nicht mitten im Kampf, das ist Mist! Ja, toll! Hier, friss das! Und ihr seht schon, ich habe Orks ohne Ende geschnetzelt, aber bei diesem Wildschwein bin ich fast gestorben und das ist nicht das einzige Wildschwein, wie wir da hinten sehen. Deswegen die Speicherung sehr notwendig. So, und jetzt speichere ich nochmal. Denn ich will mir die da auch noch vornehmen. Bogen. So, ich glaube später, wenn man den Bogen ein bisschen weiter skillt, dann kriegt man auch irgendwie einen Zoom oder sowas, damit das ein bisschen besser... Willst du mich verarschen? Jetzt kommt das dritte Vieh gleich noch mit dazu hier. Hier, mitten in die Augen. Also, Leute, das geht so überhaupt nicht gerade. Ich könnte gerade mit Verlaub etwas brechen. Das Gute ist, wir können mit unseren Angriffen gleich mehrere auf einmal erwischen. Und so... Na! Ah, so gestaltet sich... Du Sack! Du kommst ja von hinten an und versuchst mich in den Rücken zu beißen. Na warte, ich krieg dich, ich krieg dich, ich mach dich fertig. Du wirst mich nicht besiegen. Geschafft, ich bin begeistert. Ohne zu sterben, Mensch, gleich beim ersten Versuch. So, ja, das Gute ist, dass man halt mehrere mit einmal treffen kann. Bei einem Schlag, wenn mehrere auf einer Stelle stehen. Damit sind die Gruppenkämpfe ganz gut handelbar, finde ich. Ja, also... Der Maschinenflüsterer werde ich ganz bestimmt nicht mehr. Ich habe natürlich mal wieder die Anzeichen, die deutlichen, überdeutlichen Anzeichen übersehen, dass meine Platte einfach voll ist und musste jetzt erstmal aufräumen, damit ich jetzt hier mal weiter aufnehmen kann. Und mir ist aufgefallen, dass ich mal kurz in eine Aufnahme reingehört habe, dass ich doch etwas sehr nah das Mikro hatte und das ist deswegen doch geringfügig übersteuert. Deswegen jetzt mal ein Stück weiter weg von mir. Und ja, im Prinzip habt ihr nichts verpasst. Ich habe es eigentlich direkt mitgekriegt, dass ihr nicht mehr mit dabei seid, weil just in dem Moment, als mir die Platte vollgelaufen ist, mein Kater unbedingt in der Küche auf dem Herd rumspringen musste. Und ich deswegen danach erstmal checken musste, ob noch alles in Ordnung ist, als ich mich dann wieder um das Spiel gekümmert habe. So, wir haben ja gerade die Wildschweine getötet und sammeln jetzt nochmal fix hier die restlichen Pflanzen ein. Lalalala.
Spaziergang, hüpf, lalala, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Das nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt haben wir genug Kräuterfee gespielt und können uns mal vorwagen nach unten. Wobei, nein, ich habe gerade noch eine andere Idee. Ich wollte mich ja um die Quests erstmal kümmern, beziehungsweise um einen Großteil der Quests. Und als wir gerade da hinten waren, stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen, aber da ich das jetzt glücklicherweise weiß, können wir das gleich noch machen. Wir haben noch die Quest gekriegt, uns um die Ork-Patrouillen zu kümmern. Und das wollen wir direkt mal tun, würde ich sagen. Ja, jetzt hackt das immer noch zwischendurch. Das kann jetzt aber nicht mehr an der vollen Platte liegen. Aber hat sich ja wenigstens direkt wieder gefangen. Da geht es noch. So, huch, das wollte ich nicht. Schaut mal hier, was wir hier schon wieder haben. Kronstöckel. Ich verstehe es nicht, warum hier so viel Kronstöckel wächst. Das passt überhaupt nicht rein und irgendwie tanzen die Frames gerade Ballett hier. Da speichern wir mal. Wir speichern mal und haben nämlich hier vorne eine Ork-Patrouille. Entgegen des Bildes der Orks in den ersten beiden Teilen jedoch. Was willst du, Mora? Greifen die uns gar nicht an. Du musst weiter. Ja, du musst weiter. Lass mich in Ruhe. Ja, mal schauen. Pass auf, das Feuer ist heiß, Mora. Danke für den Hinweis, mein Freund. Du musst weiter. Ja, gleich. Lasst mich erstmal hier die Heilkräuter um euch drumherum wegpflücken. Und die Waffenbündel nehme ich euch auch mal ab, ne? Die braucht ihr doch überhaupt nicht. Die stecke ich mir mal einfach so ein. Die könnten wir nämlich schon wieder... Also, Leute, schon die dritte Kronstöckelpflanze. Das ist echt nicht mehr normal. Die könnten wir doch irgendwann gebrauchen, die Waffenbündel, nicht wahr? Und die Orks brauchen sie eh nicht, die binden sie zusammen und schmeißen die einfach hin. Dann können wir sie uns ja auch einstecken. So, ich speichere nochmal. Denn wir haben etwas total tollkühnes vor. Wir... Weg mit der Waffe! Zack! Kämpfen gegen die Orks! Ist erstmal noch gar kein Problem, denn... Wir kämpfen noch nicht um Leben und Tod. Das sei mal dazu erwähnt. Wenn dir jemand zuschlägt, dann bin ich das. So, jetzt liegen wir dooferweise am Boden. Lass mein Schwert da, lass mein Schwert da. Nein! Gut. Her damit. Die haben uns nämlich nicht getötet. So, und deswegen können wir gleich nochmal drauf gehen. Ihr wollt damit aufhören! Könntest du dich mal entscheiden hier? Danke. So, dann nehmen wir uns erstmal den hier vor. So, jetzt die beiden. Erstmal du. Du Shit. Mich besser nie wieder. Gold von einem Morra. Ja, aber schnapp. Schnapp dir ruhig mein Gold. Nein! 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 Gut, ich lade nochmal. Das ist jetzt etwas doof. Denn ohne Waffe kämpft sich's in der Regel blöd. Und wir haben noch keine andere Waffe so wirklich. Also ich will die Orks töten. Allerdings kämpfen wir halt erstmal nicht um Leben und Tod. Die Orks werden hier behandelt wie die Menschen in den ersten beiden Teilen. Das heißt, um sie zu töten, muss man einen Finishing-Move durchführen. Beziehungsweise es reicht, wenn wir einen von denen töten, während die anderen zusehen. Denn dann gehen die sozusagen in den Rage-Mode über und wollen uns auch umbringen. Dann sind wir auch tot, wenn sie uns fertig machen. Sie aber allerdings dann auch. So, und wir haben dummerweise halt noch überhaupt nichts an Skills. Ich will die aber trotzdem jetzt schon beseitigt wissen. Und deswegen machen wir das Ganze nochmal. Ich weiß bloß nicht, ich glaube, ich nehme erstmal den mit der Tarachia auseinander, also mit der großen Axt. Nur mein Freund, wie sieht's aus? Hier, richtig in die Fresse, zack. Was, von unten? Du Arsch. So, jetzt du, komm schon. Jetzt haben wir schon mal den mit der größten Reichweite auseinandergenommen. Ach Mist. Ja, das war jetzt ein ganz mieser Moment für einen Lag, oder? Also das finde ich ja richtig scheiße von euch. Das Gold nehme ich mit. Halt die Klappe und lass mein Schwert da. Wir hätten euch Moras nie erlauben dürfen, Waffen zu tragen. Ach, verdammt, das ist doch nicht wahr. Ich habe die sonst immer hingekriegt. Ich weiß nicht, woran es gerade hapert, ehrlich gesagt.
Ach Mann, ich esse mal nebenbei, ne? Kiefersperre, eklig. Ich habe mir nämlich hier ein paar Flammkuchen noch gemacht. Hier riecht's ganz wunderbar. Und da stopfe ich mir so immer mal zwischendurch hier was rein. Und werde dann immer mal so om nom 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 sagen. So, und ein neuer Versuch. Ich könnte natürlich auch umbringen und wegrennen. Mal probieren. Waffe weg! Zack, drauf! Wollt ihr wohl damit aufhören? Mann, Alter, was machst du denn? Rage! Du bist doch du bist zu dumm zum... Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, dann schauen wir uns nochmal den Ladebildschirm an, ne? Der ist ja auch ganz schön. Ich schaff das noch, Leute. Ich schaff das noch. Der Typ ist bloß immer so dumm und schnetzelt sich an dem Typen, an dem Ork vorbei, wenn der auf dem Boden liegt. Direkt in die drei anderen rein. Das stört mich gerade so ein bisschen. Ich könnte natürlich auch... Moment, ich probiere mal was anderes. Wir wenden unsere wahnsinnig gut ausgebildeten Ninja-Skills an und schießen den Typen über den Haufen. Oh! Heilige! Willst du mich verarschen? Bleib stehen, Bora! Ja, ich bin doch hier. Das wird noch. Mann, der hat doch getroffen. Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, welchen ich hier schon angeknackst hatte. Der war's, okay. Huch. Lalala, lalala. Fang mich, ich bin die Waldfee. Ich speichere mal. Läuft ja ganz gut. Vielleicht wird das was. Komm schon. Hier und jetzt sehen wir schon, der wird rot angezeigt jetzt. Das heißt, er würde uns töten. Umgekehrt gilt es aber genauso. Zack, jetzt ist er nämlich tot. Verdammt. Ich will nicht diese doofen Lags haben. Was ist denn hier los, Mensch? Ich raff's nicht. So, speichern. Speichern, habe ich gesagt. Hallo? Ach ja, wenn man eine Gaming-Tastatur hätte, nicht? So habe ich diesen blöden Ghosting-Effekt oder wie das heißt. Also, dass man nicht mehrere Tasten gleichzeitig drücken darf. Und der erste gibt schon auf dort hinten. Oh, hier unten ist auch Action angesagt. Ja, die haben keine Lust mehr auf uns. Dann trinken wir erstmal was. Wir haben ja schon zwei erwischt. Und ich speichere nochmal. Dann können wir jetzt nämlich ganz in Ruhe hingehen und die beiden auch noch niedermetzeln. Die schaffen wir jetzt aber. Ja, leck mich doch. Daneben, zack, drauf, immer wieder aufs Neue, los. Du darfst dich für einen entscheiden, mein Freund. Komm schon, den auch noch, zack. Zwischendurch mal ein Fechtstoß hier, ein Fixer. Und da sind die Orks-Geschichte. Ork-Patrouille vernichtet. Und jetzt können wir guten Gewissens nach Redok gehen. Und erstmal unsere Belohnung für diese Ork-Patrouille uns erschleichen. Die Belohnung für die andere Ork-Patrouille, beziehungsweise die andere Ork-Patrouille, die werden wir später noch antreffen an einem anderen Ort. Und da ich da sowieso dann vorbeikomme, mache ich das jetzt noch nicht. Denn ich habe da vor, einen anderen Weg zu wählen. Meine Güte, was ist denn hier los? Da könnte man echt nur zur Sau werden. Das ist doch hier... nicht mehr feierlich. So. Auf zum Lager. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Nom. Lecker Flammkuchen. Und später mache ich mir noch Lasagne, weil ich dann wahrscheinlich von dem Flammkuchen noch nicht satt werden werde. Auch gut. Mein Deutsch ist heute wieder spitze, merke ich gerade. Und wir hüpfen hier gleich mal runter.
ist jetzt egal mit dem Leben, wir können dann unten sowieso pennen.